بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar haben wir das letzte Mal gesprochen darüber, dass Muawiyah رضي الله عنه am Ende seines Lebens seinen Sohn zum Thronfolger ernannt hat und einige Sahaba, also wenige, drei, vier Sahaba, haben bekundet und erklärt, dass sie dagegen sind. Und dies führte dann, als Yazid, der Sohn von Muawiyah, als er dann die Macht angenommen hat, und der Kalif wurde, führte es zu Konflikten. Nur vorher, barakallahu fikum, weil so langsam aber sicher sich jeder es so gemütlich macht, dass er an die Wand kommt, bei Vorträgen und so gilt es, nach vorne zu kommen, barakallahu fikum. Wer krank ist, kann gerne seinen Rücken an die Wand lehnen, aber das ist nicht die Art und Weise, wie man lernt, indem man an die Wand geht und sich anlehnt, sondern man sollte sich so nahe an den Redner setzen, wie nur möglich. Barakallahu fikum. Ja, jazakumullahu khairan. Und möge Allah euch Kraft schenken. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Also, einer dieser Gefährten, die nicht damit einverstanden waren, war Al-Husayn, radiallahu anhu, Enkelsohn des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und wir sprechen heute, inshallah ta'ala, über Al-Husayn, radiallahu anhu, und wie er dann tatsächlich auch ermordet wurde. Um das nachzuvollziehen, müssen wir aber zuerst einmal schauen, was ist vorher passiert, warum kam es überhaupt zum Krieg gegen Al-Husayn oder zum Angriff auf Al-Husayn radiallahu anhu wa arda. Und hier an dieser Stelle müssen wir schon einmal klarstellen und nochmal erinnern. Wir Ahlus Sunnah freuen uns nicht, dass Al-Husayn ermordet wurde, sondern ganz im Gegenteil, wir sagen, möge die Verdammnis mit jenen sein, die Al-Husayn getötet haben oder dies bewilligt haben oder dies unterstützt haben. Das ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Also nicht, dass jemand uns unterstellt, wir würden uns freuen. Das ist völliger Unfug, sondern wir sagen, Al-Husayn ist als Märtyrer gestorben, ja, weil er unrechterweise angegriffen wurde. Und er gehört zu den besten Sahaba und er ist einer der edelsten, oder er gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er und sein Bruder Al-Hassan sind die besten Jugendlichen der Paradiesbewohner. Ja, das heißt, wir lieben Al-Husayn radiallahu anhu, so wie wir die ganze Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Nun, was ist passiert, liebe Geschwister? Al-Kufa im Irak, da waren ja die Leute, die nicht zufrieden waren mit Yazid, aber es nicht irgendwie offen dagegen rebelliert haben. Ja? Wir haben ja gesagt, es gab diese drei Hotspots, wenn man sagen kann. Einmal Asham, die waren ja alle mit Muawiyah und die waren dafür, dass Yazid der nächste Kalif ist. Dann haben wir Al-Iraq allgemein, Kufa ist eine Stadt im Irak. Die waren zwar nicht so froh, aber die haben sich einfach gefügt. Und wir haben Medina oder Al-Hijaz an sich, also die arabische Halbinsel. Da gab es die Sahaba, die gesagt haben, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Sehen wir nicht ein, dass es jetzt zu einem Königtum wird, dass die Herrschaft vererbt wird. So, die Iraker, wir dürfen ja nicht vergessen, Ali radiallahu anhu wurde im Irak getötet. Ja, er war ja, das war ja die Hauptstadt kurzfristig, Al-Irak. Und die Iraker damals in Al-Kufa
haben al-Hussein angeschrieben, und zwar mehrfach, dass sie ihn als Kalifen haben wollen. Al-Hussein war in Mekka. Also gab es einen Schriftverkehr zwischen den Irakern aus al-Kufa und al-Hussein radiallahu an. Er möge doch zu ihnen kommen und sie werden ihn unterstützen. Und diese Schriften hat auch al-Hussein gesammelt. Die werden noch interessant später. Als nun diese Schriften nicht aufhören wollten, bitte komm her und wir sind mit dir und wir werden dich unterstützen und so weiter und so fort, wollte er wissen und prüfen, ob die das wirklich ernst meinen. Also schickte er seinen Cousin, und zwar Muslim ibn Aqil, ibn Abi Talib. Das ist sein Cousin, Cousin von al-Hussein, radiallahu anh. Er schickte ihn nach Irak, nach al-Kufa. Nun, es war natürlich jetzt eine Angelegenheit, die musste im Geheimen stattfinden. Yazid ist ja jetzt der Kalif. Muawiyah ist gestorben, radiallahu anh. Yazid ist der Kalif, und jetzt geht es darum, dass eine Gruppe nicht zufrieden ist mit diesem Kalifen, und sie haben schon die Alternative, eben al-Hussein, radiallahu anh. Also ging Muslim ibn Aqil nach al-Kufa und natürlich undercover einigermaßen, ja, um mit den Anhängern al-Husseins zu sprechen. Und es kamen dann um die 12.000 Mann. Ja, also schon eine große Anzahl an Männern und Befürwortern. Und diese 12.000 Mann haben ihre Treue versprochen, und zwar für al-Hussein. Al-Hussein radiallahu anh hat ein Schreiben mit Muslim ibn Aqil geschrieben, und in diesem Schreiben steht: Ich schicke hier meinen Cousin zu euch, um zu gucken, ob ihr das ernst meint und so weiter und so fort, und ich erwarte die Antwort von Muslim ibn Aqil. Derweilen hat al-Hussein sich vorbereitet und sich beraten lassen von den Sahaba. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also er hat mit vielen Sahaba gesprochen, auch mit Tabi'in. Ja, das ist ja die Zeit der Sahaba und Tabi'in. Mit einem, mit dem er gesprochen hat, einer davon war sein Bruder. Aber sein Bruder nicht von Fatima radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern von einer, also väterlicherseits, aber nicht mütterlicherseits, und zwar Muhammad ibn al-Hanafiyya. Und dieser spielt eine sehr große Rolle auch im Schiitentum. Ja. Und auf jeden Fall, dieser hat ihm gesagt: Hör mal zu, du weißt, ich liebe dich, du bist mein Bruder und ich will nur Gutes für dich, und deswegen rate ich dir davon ab. Du sollst da nicht hin, weil diese Leute werden dich nicht unterstützen. Im Irak wurde bereits unser Vater ermordet. Also der Irak ist jetzt kein Ort, wo die Familie Alis, radiallahu an, keine schlechten Erfahrungen hatte, sondern Ali, radiallahu an, wurde dort getötet. Ebenso Abdullah ibn Abbas, radiallahu an. Al-Hussein radiallahu anh redete mit Ibn Abbas, auch er hat ihm gesagt: Nein, mach es nicht. Geh nicht hin, weil ich Angst um dich habe. Ja, das heißt, du wirst dann getötet, ja, die werden dich im Stich lassen. Also die Sahaba wussten schon, was los ist. Ja. Und Ibn Abbas sagte sogar: Wenn ich könnte, würde ich dich sogar zerren, wenn das nicht schlecht aussehen würde. Ich würde dich packen und dich nicht loslassen, dass du dahin gehst. Ja. Und er sagte ihm: Wenn du unbedingt, aber also al-Hussein hat ihm gesagt: Hör mal zu, ich habe es entschlossen. Ich bin entschlossen, ich werde gehen. Dann sagte ihm Ibn Abbas radiallahu anhu: Wenn, dann nimm nicht deine Familie mit. Er sagte ihm: Denn ich möchte nicht, dass deine Familie sieht, wie du getötet wirst. Also die Sahaba um ihn herum, die wussten, wie das enden wird.
Ebenso Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, das ist ein Schwergewicht bei den Sahaben, ein Riesengelehrter. Und Abdullah ibn Umar hat ihm auch gesagt, mach es nicht, gehe nicht. Warum wollte Hussein gehen? Warum dachte er, er hat das Recht, dorthin zu gehen? Das ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen. Weil er sagte, Muawiyah ist zwar gestorben, aber Yazid ist noch nicht endgültig an der Macht. Also die Sache ist noch nicht geklärt. Es ist nicht so, dass wir einen Staatsoberhaupt haben und das war's, er ist jetzt Staatsoberhaupt und deswegen müssen wir ihm gehorchen und so weiter. Die anderen Sahabe, sehr viele davon, haben gesagt, es ist so. Du kannst nicht gegen deinen Anführer gehen. Und einige haben ihn erinnert. Du weißt, der Rasul a.s. sagt, wenn jemand die Bay'a bekommen hat, der Zweite, ja, den müsst ihr dann bekämpfen. Also sie haben ihn auch daran erinnert. Aber was war die Sichtweise von al-Hussein? Ja, ja, das ist, wenn er gefestigt ist an der Macht und die Sache geklärt ist. Die Sache ist aber noch nicht geklärt. Vor kurzer Zeit war Muawiyah noch der Kalif. Also habe ich das Recht, meine Bay'a, mein Treueeid, erstmal nicht zu geben. Also al-Hussein, er war nicht der Einzige. Al-Hussein hat gesagt, nö, ich gebe noch kein Treueeid. Die Sache ist noch nicht geklärt. Warum ist das wichtig? Damit wir verstehen, dass die Ulama später gesagt haben, man darf nicht gegen einen Muslim, einen Staatsoberhaupt, der Muslim ist, einen Aufstand machen und eine Rebellion. Ist nicht erlaubt. Auch wenn er ungerecht ist, das liest man in jedem Aqidah-Buch, dass die Anführer, Staatsoberhäupter, die Muslime, wenn sie ungerecht sind, nicht so ganz islamisch sind, aber sie sind Muslime, dass man nicht gegen sie Aufstände macht und Rebellion. Warum? Das werden wir gleich sehen, warum. Weil, wie Ibn Taymiyyah es auch sagte, jeder Aufstand wurde zerschmettert in der Geschichte. Also welcher Aufstand, welche Rebellion war nicht mit Blutvergießen verbunden? Deswegen kam später die Ansicht und der Konsens, der Ijma' der Gelehrten, dass man das nicht macht. Zur Zeit von al-Hussein, und wir werden noch einen anderen sehen, Ibn Zubayr, radiallahu an, zu dieser Zeit war das noch kein Konsens. Das war noch Diskussion. Kann man einen Aufstand machen? Kann man nicht? Auf jeden Fall, al-Hussein radiallahu an sagte, Sekunde mal, hier geht es nicht um Aufstand gegen einen anerkannten Kalifen. Der ist noch nicht anerkannt. Und die Leute rufen mich um Hilfe. Die werden unterdrückt. Also muss ich ihnen helfen. Das war die Sichtweise von al-Hussein radiallahu an. Die Sahabe haben ihn gewarnt, haben gesagt, hör mal zu, diese Leute werden dich im Stich lassen. Und Abdullah bin Umar hat sich verabschiedet bei al-Hussein. Er sagte, ich überlasse dich in der Obhut Allah, du Ermordeter. Er hat gesagt, du bist tot. Ich überlasse dich in der Obhut Allah, aber du bist tot. Das ist ja nicht ein Sahabi, das sind ja mehrere Sahabi, die gesagt haben, hör mal zu. Die wissen, wer Yazid ist. Und sein Gouverneur, den wir jetzt gleich auch kennenlernen werden. Abdullah ibn Zubayr, der ja selbst gesagt hat, Yazid darf nicht der Kalif sein. Er gehörte ja auch zu diesen wenigen Sahabe, die offenkundig gesagt haben, nö, dieses Vererben von Herrschaft, das geht nicht. Abdullah ibn Zubayr selbst hat ihm gesagt, geh nicht. Warum? Aus taktischen Gründen, also wieder aus strategischen Gründen. Er hat ihm gesagt, wie kannst du zu einem Volk gehen, die deinen Vater getötet haben und deinen Bruder erstochen haben, Hassan. Wo ist denn der gestorben? Das heißt, und da gehst du jetzt zu denen hin? Die haben ja schon deinen Vater und deinen Sohn und deinen Bruder ermordet und jetzt willst du zu denen hin? Auf jeden Fall hat er auch gesagt, mach es nicht. Abu Sa'id al-Khudri, das sind Schwergewichte unter den Sahaba, radiallahu anhum. Das sind die Sahaba, die noch übrig geblieben sind. Gewaltige Sahaba, radiallahu anhum. Abu Sa'id al-Khudri hat ihn erinnert an die Sache, das ist ein Kalif jetzt, darfst du nicht.
Er sagte, gehe nicht hinaus, um gegen deinen Imam, im Sinne von Kalifen, einen Aufstand zu machen. Noch einmal, Al-Hussein hat eine andere Sichtweise. Er hat gesagt, das ist noch nicht mein Imam. Das ist noch nicht der Kalif, dem ich gehorchen muss. Die Sache ist noch nicht geklärt. Wenn sie geklärt ist, das Thema ist vorbei, ja, okay, dürfen wir nichts machen. Was heißt, dürfen wir nichts machen? Müssen wir geduldig sein? Warum? Ja, weil ein Aufstand viel mehr Nachteile haben wird, als das geduldige Ausharren unter der Herrschaft eines Ungerechten. Auf jeden Fall, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, hat ihn daran erinnert. Das darfst du gar nicht. Ja? Sollst du nicht machen. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, er sagte auch, tu das nicht, geh nicht raus. Also sämtliche Sahaba radiallahu anhum haben ihn davor gewarnt. Abdullah ibn Ja'far radiallahu anhu und andere, ebenso einige der Tabi'in. Ja, zum Beispiel Sa'id ibn al-Musayyib und andere, die haben ihn, auch von den Tabi'in, sie haben ihm gesagt, tue das nicht. Al-Hussein, radiallahu anh, war der Ansicht, da gibt es Leute, die brauchen meine Hilfe. Und die flehen mich an, dass ich ihnen beistehe. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Das war die Ansicht von Al-Hussein. Und noch einmal, er hat nicht die Idee gehabt, das ist jetzt ein anerkannter Kalif. Was heißt anerkannt? Also der hat wirklich die Macht angenommen. Ja? Es ist vorbei jetzt, er hat die Macht. Nee, es ist eine Übergangsphase, dachte er sich. Und in dieser Übergangsphase, wo noch nichts geklärt, er wünscht zwar der Kalif zu sein, ist es aber noch nicht, dachte Hussein. Andere Sahaba haben gesagt, nee, das ist Wirklichkeit. Yazid ist der Kalif. Das war's. Da darf jetzt keine andere Gruppe kommen und sagen, nö, wir wollen unseren Kalifen aufstellen. Auf jeden Fall ist dann Al-Hussein radiallahu an hinausgezogen und natürlich Yazid hat das mitbekommen. Ist ja klar, wir reden hier über einen Kalifen, einen Staatsoberhaupt, der hat seine Leute, die ihm die Nachrichten auch übermitteln. Also schickte Yazid einen Brief an Ibn Abbas, radiallahu anh. Er war einer der größten Sahaba, einer der größten Gelehrten. Er schickte einen Brief an Ibn Abbas, radiallahu anh, und er sagte ihm, bitte sag al-Hussein, der soll nicht nach Al-Kufa. Bitte, sag ihm, er soll das nicht tun. Ibn Abbas antwortete ihm, ja, ich versuch's, ja, aber ich kann auch nicht mehr als reden. Ja. Also hat er ihm gesagt, ich werde es versuchen. Ibn Abbas war sowieso der Ansicht, dass er nicht rausgehen soll, weil die Iraker, die aus Kufa, weil sie ihn im Stich lassen werden. Auf jeden Fall war der Wali in Al-Kufa, also der Gouverneur in Al-Kufa, Al-Nu'man ibn Bashir radiallahu an. Und Al-Nu'man ibn Bashir hat jetzt mitbekommen, aha, also die Leute in Kufa, die wollen Al-Hussein und so weiter. Und dann hat er mit ihnen geredet und hat gesagt, hört auf damit, das wird schlimm enden. Aber er war nicht so konsequent gegen sie. Al-Nu'man ibn Bashir radiallahu an war nicht konsequent gegen die Anhänger von Al-Hussein. Das hat Yazid nicht gefallen. Also hat er ihn weggenommen. Ja, hat gesagt, so, das war's, du bist nicht mehr der Gouverneur. Und es kam Ubaydullah ibn Ziyad. Und das war ein Verbrecher. Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad hat natürlich mitbekommen, was los ist. Ja, die Iraker, die wollen Al-Hussein. Und Ubaydullah ibn Ziyad, der hat sich vorgenommen, diesen Aufstand, diese Rebellion blutig zu beenden. Also sämtliche Versuche, das politisch zu beenden, da hat er gar keine Lust darauf gehabt. Der wollte das alles blutig und brutal beenden und er hat es auch
so getan. Ubaydullah ibn Ziyad, als der jetzt diesen Auftrag bekommen hat, der Gouverneur von Kufa zu werden, ist er dann nach Kufa gereist und hat erst mal sein Gesicht bedeckt. Das war ja damals gang und gäbe, ja, kennt ihr auch zum Beispiel diese Tuareg und so weiter, ja, wenn sie einen Turban haben und dann binden sie um. Also es war jetzt nichts Besonderes, es war jetzt nicht nur so, nur ein Dieb bedeckt sich sein Gesicht. Jeder, der durch die Wüste läuft oder so, bedeckt sich sein Gesicht. Also kam er in die Stadt rein und sein Gesicht war bedeckt. Die Leute in Kufa dachten, wer ist das? Al-Hussein. Assalamu alaikum. Und das, da ging es schon los. Assalamu alaikum. Okay, du bist für Al-Hussein. Und so weiter. Bis Muslim ibn Aqil, der Cousin von Al-Hussein, zu den Leuten gegangen ist und sagt, das ist nicht Al-Hussein, das ist Ibn Ziyad, der neue Gouverneur. Und damit waren schon mal mehrere Leute sind aufgeflogen, sodass sie dann am Ende auch bestraft wurden von Ibn Ziyad, Ubaydullah Ibn Ziyad. Was hat Ibn Ziyad jetzt gemacht? Er hat einen beauftragt, einen V-Mann, und er hat ihm Geld gegeben. Vielleicht haben einige Leute auch diese Geschichte gelesen und deswegen das kopiert. Auf jeden Fall, er hat ihm Geld gegeben und er hat ihm gesagt, geh hin und frag nach, wer für Al-Hussein ist. Du hättest eine Spende für Al-Hussein. Alles klar, eine große Spende. Ich glaube, das waren 3000 Dirham. Dirham sind Silbermünzen. Für Al-Hussein und für die Rebellion. Auf jeden Fall, dann ist er in eine Moschee, hat jemand gefunden, Assalamu alaikum, guck mal, ich liebe die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ja, und Ahlul Bayt und so weiter, und ich suche jemanden, der vielleicht dieses Geld an Al-Hussein geben kann, oder hier jemanden, ich habe gehört, da ist sein Cousin hier, könntest du mir sagen, wo der ist? Weil Ubaydullah ibn Ziyad sucht Muslim ibn Aqil, der Cousin. Anfangs waren die Leute misstrauisch, aber muss ja nur lang genug dabei sein, dann vertrauen sie dir. Auf jeden Fall, am Ende hat er herausgefunden, wo Muslim ibn Aqil steckt. Als nun herausgekommen ist, wo Muslim ibn Aqil ist, hat Ubaydullah ibn Ziyad dafür gesorgt, dass alle um ihn herum auch gefangen genommen werden. Also nicht nur Muslim ibn Aqil und um ihn herum auch andere. Dazu gehörte Hani ibn Urwa. Was ist mit Hani ibn Urwa? Da war bei ihm, also in seiner Wohnung war Muslim ibn Aqil. Also hat er ihn erstmal geschleppt, Hani ibn Urwa. Und Ibn Ziyad, dieser Gouverneur, sagte, bei dir ist Muslim ibn Aqil, du nimmst ihn auf, bist du gegen Yazid. Dann sagte Hani ibn Urwa, guck mal, ich werde ihn sofort rausschmeißen, ja, und das werde ich nie wieder tun und so weiter, und ich werde ihn dir bringen. Hat er gesagt, du bleibst hier und sagst uns, wo Muslim ibn Aqil ist. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, wo Muslim ibn Aqil ist, also haben sie ihn gefangen und sie kamen dann mit ihm zum Schloss des Gouverneurs. Ja, gut, und jetzt die anderen Iraker, die Anhänger von Hussein, denen hat das natürlich nicht gefallen, also haben sie sich zusammengetan, um, ist das nicht dran hier, um ihn zu befreien, ja. Ist immer noch kein Saft dran. Ah, hier. Shukran. Um ihn zu befreien. Ubaydullah ibn Ziyad, ein kluger Mensch, ja, also im negativen Sinne, wie nennt man das? Listig. Listig. Jazakallahu khair.
Er wusste, die Leute kommen jetzt, also hat er angesehene Menschen, die Mütter dieser Leute, hat er gerufen, kommt mal ihr Mütter und ihr Väter und ihr Brüder, ja, und redet mit denen. Natürlich, jede Mutter hat ihrem Sohn gesagt, hör auf, mach das nicht, der bringt euch um. Und jeder Vater, guck mal, mein lieber Sohn, hör mal zu, er hat das mit Geld versucht. Auf jeden Fall, was ist passiert? Immer weniger Leute sind dort geblieben. Okay, alles klar. Da haben sie sich schon zurückgezogen, diese Leute. Und es blieben wenige übrig. Anfangs waren es mehrere tausend Leute, ja, die gestürmt sind. Und am Ende, jede Mutter, jeder Vater, jedes Stammesoberhaupt, jeder Angehörige hat ein paar seiner Leute überzeugen können. Hör mal zu, der bringt euch um, der macht euch kalt. Also sind sie zurückgezogen oder haben sie sich zurückgezogen. Als nun Muslim ibn Aqil gefangen genommen wurde, hat er geweint. Dann hat man ihm gesagt, warum weinst du? Dann sagt er, ich weine nicht wegen mir. Ich weine wegen Hussein. Der ist gerade auf dem Weg und er weiß von gar nichts. Und Hussein wusste noch nicht, was abgeht im Irak. Und dass es alles offengelegt wurde und entlarvt wurde. Hussein wusste noch nichts und er ist gerade auf dem Weg. Deswegen weinte er, weil er wusste, Hussein wird umgebracht. Das war's jetzt. Also versuchte Muslim ibn Aqil, irgendjemandem zu schicken, der Al-Hussein sagt, geh zurück. Das ist doch was Schönes, oder nicht? Also jetzt, dann hört es doch auf. Aber Ubaydullah ibn Ziyad, dieser Verbrecher, der wollte das nicht. Der hat das nicht zugelassen. Nö, lass den kommen. Ja, für was denn? Du willst doch Ruhe, oder nicht? Du willst, dass alles friedlich weitergeht. Also schick doch einen Brief, hör mal zu, wir haben deine Leute gefangen genommen, geh zurück. Er sagte nein. Dann begann das Ermorden. Hani ibn Urwa, das war der, in dessen Haus Muslim ibn Aqil war, wurde dann getötet. Muslim ibn Aqil wurde getötet und beide wurden aufgehängt mitten auf dem Markt. Und jeder, der irgendwas damit zu tun hat, wurde umgebracht. Das heißt also, er war ein Verbrecher, ja, möge Allah yani ihn so behandeln, wie er es verdient hat. Al-Hussein radiallahu anhu ging am 8. von Dhul-Hijjah raus aus Mekka. Einige Sahaba haben gesagt, hör mal zu, mach doch Al-Hajj und dann, ja, also damit noch Überlegungszeit und so. Ja, die wollten irgendwie ihn da daran hindern, rauszugehen. Haben gesagt, guck mal, wie wär's, Al-Hajj ist jetzt morgen Arafa. Warum lässt Al-Hussein Al-Hajj und geht dort? Noch einmal, er dachte, er muss den Leuten beistehen. Das ist nicht, dass du denkst, dass Al-Hussein ist jemand, der sagt, Hajj brauche ich nicht. Al-Hussein ist einer der edelsten Sahaba. Also deswegen, wenn du hörst, er ist jetzt gegangen und so weiter und so fort. Warum? Jemand braucht deine Hilfe. Gehst du erstmal Hajj machen? Du gehst, du sagst immer zu, ich muss dem helfen. So dachte er sich das, radiallahu an. Also ist er am 8. Dhul-Hijjah, Tarwiyah-Tag nennt man das, ja. Also der Tag vor Arafa, raus Richtung Al-Kufa. Auf dem Weg hat Al-Hussein einen Dichter getroffen, der heißt Al-Firazdaq, ein riesen arabischer Dichter. Da fragte ihn Al-Hussein, was denkst du? Also ich bin auf dem Weg nach Al-Kufa und so weiter. Er hat ihm erzählt, was los ist. Was sagst du? Da sagte er, sie werden dich im Stich lassen. Die haben alle noch nicht mitbekommen, was los ist in Al-Kufa. Er sagte, sie werden dich im Stich lassen. Denn du gehst gerade zu einem Volk, deren Herzen sind mit dir, aber ihre Schwerter gegen dich. Das heißt, sie werden das nicht durchziehen. Sie lieben dich zwar, aber sie werden aus Furcht, Angst, Schrecken und so weiter, sie werden dir nicht helfen. Und trotzdem
Vielleicht auch, Allahu a'lam, vielleicht ist ja das auch der Grund, warum er erst recht weitergehen wollte, radiallahu an. Wenn diese Leute so sind, so unterdrückt, dann brauchen sie Unterstützung, dann brauchen sie Hilfe. Ja? Denn warum sollte Al-Hussein, radiallahu an, all diese Ratschläge nicht beachten? Sicher nicht, weil er irgendwie nur Lust auf Macht hatte, sondern sie haben ihm erklärt, wie die Situation ist. Was hat nun Ubaydullah ibn Ziyad gemacht? Er hat sämtliche Wege nach Kufa bewacht, ja, und Leute aufgestellt, sodass weder die Leute aus Kufa zu Al-Hussein gehen können und ihn warnen können, noch Al-Hussein irgendwie Kontakt haben kann, Briefe schicken kann und so weiter und so fort. Kein Kontakt mehr mit den Leuten aus Al-Kufa. Al-Hussein wusste bis dato immer noch nicht, was los war in Al-Kufa. Und als einige versucht haben, Schreiben von Al-Kufa zum Hussein zu schicken, hat das Ibn Ziyad auch mitbekommen und diese Briefe konfisziert. Also kein Kontakt mit diesen Leuten. Während er natürlich weiterhin die Aufständigen einer nach dem anderen gesucht hat und getötet hat. Al-Hussein hat aber dann gemerkt, radiallahu an, also da ist kein Kontakt, keine Antwort, also irgendwas ist da faul. Aber das Problem ist, Ubaydullah ibn Ziyad hat sich ja nicht damit begnügt, dass Al-Hussein kommt. Warum? Weil wenn Al-Hussein dann da wäre in Al-Kufa, könnten ja die Leute vielleicht doch sich aufopfern für ihn. Also was hat er gemacht? Er hat erstmal eine Truppe von 1000 Mann geschickt. Hallo, das ist einer mit ein paar Leuten von seiner Familie, da kommt ja keine Armee. Und Al-Hussein war nicht bewaffnet für Kriege, radiallahu an. 1000 Mann, für was? Also schickte er 1000 Mann erst einmal, um Al-Hussein, radiallahu an, aufzuhalten. Und zwar war der Heeresführer Al-Hurr ibn Yazid. Einer hieß Al-Hurr ibn Yazid. Der war der General mit diesen 1000 Leuten, die zu Al-Hussein gekommen sind. Al-Hussein, radiallahu an, stand dann da und Al-Hurr hat mit ihm geredet und hat gesagt, hör mal zu, deine Leute haben dich schon verraten. Er hat ihm gesagt, was los ist. Deine Leute haben dich verraten. Und deswegen, es ist aus vorbei, komm bitte mit zu Ubaydullah ibn Ziyad. Al-Hussein sagte, warum soll ich zu dem hin? Nein. Während dieser Diskussion schickt Ubaydullah ibn Ziyad nochmal 4000 Mann. Warum? Und das waren 4000 Mann, die sollten eigentlich an eine Front gehen. Da hat Ubaydullah ibn Ziyad gesagt, stopp, ihr geht jetzt zu Al-Hussein. Aber warum das alles? Das zeigt, wie verbrecherisch dieser Mann war. Auf jeden Fall kamen dann nochmal 4000 Leute und der Anführer von diesen war Umar ibn Sa'd, ja, und ibn Abi Waqqas. Diese 4000 Leute, auch nochmal Al-Hussein umzingelt. Und Al-Hussein sagte ihnen, hört mal zu, okay, ich habe es verstanden, yani die im Irak wurden verhaftet, wurden getötet und so weiter und so fort. Lass mich zurück. Nein. Okay, wenn ihr mich nicht zurücklässt, lasst mich zu Yazid ibn Muawiyah, zum Kalifen. Was soll ich bei diesem Gouverneur? Ich will zum Kalifen. Nein. Okay, wenn ihr nicht wollt, dann schickt mich an irgendeine Front, dann bin ich euer Soldat. Nein, du musst zu Ubaydullah ibn Ziyad. Und das hat Al-Hussein nicht eingesehen, radiallahu anhu wa ardah. Als es nun zum Konflikt kam, die sagen, komm mit. Nein, ich gehe nicht mit. Also Al-Hussein hat ja auf dem Weg auch einigen seiner Leute gesagt, hört mir mal zu, geht. Er wusste, das war's jetzt. Also
Die Leute haben ihn im Stich gelassen und diese Briefe, hatte ich ja anfangs erwähnt, die hatte er mit sich. Er hat diesen Generälen, die Ubaydullah ibn Ziyad geschickt hat, er hat ihm gesagt, guckt mal hier diese Briefe, ich bin nicht einfach so gekommen. Die Iraker, die aus Kufa, die haben mir diese Briefe geschickt. Bitte schön, hier habt ihr die Briefe. Aber das war denen alles egal. Also der Umar ibn Sa'd, der wollte natürlich nicht zu Hussein. Also jeder war, du gehst zu, weißt du, was das bedeutet? Du gehst zu Hussein, zum Enkelsohn vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Sohn von Fatima radiallahu anha. Das kann nur falsch sein. Das Problem ist, Ubaydullah ibn Ziyad noch einmal, das war ein Verbrecher. Der hat zu diesem General Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas gesagt, entweder du gehst dahin oder ich bring dich um und deine Familie um. Das war ein Tyrann, war das. Deswegen musste er hinausziehen, ansonsten bringt er ihn um. Auf jeden Fall, jetzt kam es zu diesem Konflikt zwischen al-Hussein radiallahu an und den Leuten der Armee von Ubaydullah ibn Ziyad. Und hier dürfen wir jetzt nicht vergessen, Yazid ibn Muawiyah, der wusste ja, wie sein Gouverneur ist. Der hat es ja mitbekommen, dass er abschlachtet am laufenden Band. Ja, er hat zwar nicht den Befehl gegeben, dass al-Hussein ermordet wird, aber du hast einen Tyrannen die ganze Zeit gelassen und du weißt ganz genau, wie der ist. Also hast du eine Mitschuld. Das heißt, Yazid ibn Muawiyah ist Mitschuld an der Ermordung von al-Hussein radiallahu anhu. Ja, und deswegen haben wir ja gesagt, unsere Haltung von Ahlus Sunnah gegenüber Yazid ist, dass wir sagen, möge Allah ihn behandeln, wie er es verdient hat. Ja, dass einige verdammen ihn auch. Wir sagen nur nicht, dass er ein Kafir ist. Er ist nicht vom Islam abgefallen. Die Schiiten sagen natürlich, der ist Kafir, sein Vater ist Kafir, Muawiyah ist Kafir. Ich meine, wenn Abu Bakr schon Kafir ist bei denen. Also auf jeden Fall, die sehen ihn als Kafir an. Aber wir Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wir loben ihn nicht. Das hatte ich ja letztens erwähnt. Also Ibn Taymiyyah und andere Gelehrte sagen, wir loben ihn nicht, sondern wir enthalten uns. Aber natürlich sagen, dass er war ein Verbrecher. Das ist Fakt. Ja, da wollen wir auch nichts beschönigen. Also, Ibn Ziyad hat seinen Anführer General Umar ibn Sa'd gedroht, wenn du das nicht machst, ich bring dich um, ich mach deine Wohnung kaputt, deine Familie. Und die wussten, der macht das auch. Das ist jetzt keine leere Drohung. Auf jeden Fall, als nun Hussein radiallahu an da war, haben sich einige von den Leuten des Ubaydullah ibn Ziyad, als die da waren und die haben gesagt, oh, jetzt fängt der Krieg an, gleich an, also eine Schlacht, haben sie sich auf die Seite von al-Hussein begeben. Die haben gesagt, wir werden doch nicht al-Hussein bekämpfen, das könnt ihr vergessen. Es waren natürlich wenige, also nicht so viele, aber einige, zum Beispiel dieser General, al-Hur, dieser General, der Anführer von den ersten 1000, der und einige, als es jetzt hieß, so, jetzt müssen wir kämpfen, dann hat er sich auf die Seite von al-Hussein gestellt. Er hat gesagt, hört mal zu, ihr bringt mich in die Hölle und mit ihm komme ich ins Paradies. Also das war klar, was los ist. Der Mann, der hat nichts getan, radiallahu anhu al-Hussein. Er sagt euch, lasst mich gehen, nehmt mich zum Kalifen, der kann ja selbst dann entscheiden, was er mit mir macht. Lasst mich irgend an eine Front. Aber noch einmal dieser Ubaydullah ibn Ziyad, möge Allah ihn verdammen, er hatte einfach diesen Plan, dass er alles blutig, vielleicht wollte er also den Kalifen Yazid irgendwie, wie nennt man? Ja? Im Keim ersticken, genau. Ja. Ja, damit er ihm gefällt und so weiter und so fort. Aber du hast es hier. Du hast hier nicht mit irgendjemandem zu tun, das ist der Enkel, also das Enkelkind des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wie krank muss man sein, dass man sagt, ich muss ihn umbringen oder ich muss es blutig beenden. Auf jeden Fall kam es dann tatsächlich in der Stadt Karbala, war das,
und zwar am 10. Muharram, also am Tag von Ashura. Am 10. Muharram kam es dann tatsächlich zum Kampf und Al-Hussein radiallahu anhu, Al-Hussein war ein großartiger Kämpfer auch, also das heißt, er hat sich nicht einfach so ergeben, ja. Sie waren um die 70 Leute, das war 4000 Mann wegen 70 Leute. Das ist ja, also unverhältnismäßig ist ein unverhältnismäßiges Wort. Ja. Was soll denn das heißen hier, 4000 gegen 70 Mann? So wurde er dann umgebracht, geköpft, radiallahu anhu wa arda, und der Kopf von Al-Hussein, radiallahu anhu, wurde dann geschickt zu Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah hat geweint. Ja, herrlich. Du lässt da so ein Verbrecher als General, als Gouverneur, und dann wunderst du dich, warum er Leute umbringt? Oder warum er sogar besondere Leute umbringt? Normalerweise, ab dem ersten Mord oder ab den ersten Nachrichten, dass dieser Gouverneur brutal ist, musst du sofort sagen, hey, Sekunde mal, was machst du da? Oder er hätte ihm sagen können, hör mal zu, Al-Hussein, kein Haar wird gekrümmt. Normalerweise, also du hättest doch irgendwelche Befehle geben können. Und jetzt weißt du, weil der Kopf von Al-Hussein vor deinen Beinen liegt. Auf jeden Fall, die Familie, die Kinder von Al-Hussein, radiallahu anh, und die Frauen, die dort waren, das waren ja mehrere, also das waren ja alles Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Familienmitglieder des Propheten, alaihi salatu wassalam. Mit Männern und Frauen. Also Al-Hussein wollte ja umziehen nach Irak. Das war jetzt, er ist ja nicht in den Krieg gegangen. Er dachte nicht, es wird ein Krieg. Er wollte umziehen von Mekka nach Al-Kufa. Also hat er seine Familie mitgebracht und noch die Familie seiner Verwandten. Und deswegen sagte ja Ibn Abbas war das, nimm nicht deine Familie mit. Die wussten, was passieren wird. Nicht, weil sie die Zukunft kennen, sondern weil sie wussten, wie diese Leute damals waren und wie ungerecht. Auf jeden Fall, es gibt natürlich hier viele Überlieferungen, besonders bei den Schiiten, die nicht authentisch sind, dass die Frauen dann versklavt wurden und so weiter. Das nicht. Also man muss ja auch gerecht bleiben. Ja. Yazid ist schlecht, ja. Ubaydullah sowieso ein schlimmer Verbrecher, ja. Möge Allah sie verdammen, ja. Das ist nicht das Problem. Aber deswegen darf ich jetzt nicht irgendwas erfinden. Ja. Die Frauen wurden dann zwar auch zu Yazid gebracht, er hat aber befohlen, dass man sie, gut behandelt. Und dann durften die Kinder auch wieder zurück oder die anderen Familienangehörigen zurück nach Mekka oder auch wo sie hingehen wollten. Dies war also dann am Ende das Ende von Al-Hussein radiallahu anhu wa arda. Hier gibt es nun Folgendes noch zusätzlich anzumerken. Ich hatte schon angeschnitten vorher, dass Al-Hussein radiallahu anhu, diese Geschichte ist kein Beleg für jene, die sagen, ja, bitteschön, also kann man gegen Staatsoberhäupter, ich rede jetzt von Muslimen, rebellieren im Sinne von, also dass man Aufstand macht und so weiter, Putsche und so weiter und so fort. Warum ist das kein Beleg? Erstens, weil danach der Konsens der Gelehrten eintrat, dass man das nicht macht. Warum kam der Konsens? Ja, aus der Geschichte lernt man. Jeder Versuch, das Staatsoberhaupt mit Gewalt zu stürzen, war ein Blutbad. Und deswegen haben die Ulama gesagt, das machen wir nicht. Ja, was ist, wenn jetzt in einem muslimischen Land und jetzt greifen, zum Beispiel wie in der Kolonialzeit, ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, weil da sind andere Verhältnisse. Stell dir mal vor, du hättest den Marokkanern, Algeriern und Tunesiern oder von mir aus in Ägypten oder egal, diese Kolonien. Du hättest ihnen gesagt, nee, also ihr dürft euch nicht verteidigen. Ja, dann wären wir heute noch
militärische Kolonie. Kolonie, ja, sind wir immer noch, ja, aber jetzt nicht mehr militärisch. Aber trotzdem haben wir nichts zu melden. Auf jeden Fall, aber ich rede jetzt von der militärischen Kolonie. Ja. Das heißt, die Befreiung des Landes gegen einen Besatzer, natürlich ist das geboten. Das ist nicht unser Thema. Sondern das Thema ist, jetzt ist in einem muslimischen Land ein Muslim, ein Herrscher geworden und der ist ungerecht. Was machen wir jetzt? Ja, da sagen die Gelehrten, man hält es geduldig aus. Ja, warum? Denn er ist ungerecht. Ja, wenn du gegen ihn kämpfst, glaubst du, der sagt, oh, Entschuldigung, ihr wollt mich nicht, ich gehe dann. Er wird alles platt machen und das ist leider sehr oft passiert in der islamischen Geschichte, wie wir ja noch sehen werden, inshallah ta'ala. Und deswegen ist das ein Aspekt, den die Gelehrten erwähnt haben. Hier möchte ich mal, nach Adhan zitiere ich dann noch mal kurz Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zu diesem Thema. Bihawlillah. Faddalu. Machen wir Adhan, inshallah. Jazakallahu khair. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah. Also, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, und sehr selten werden diejenigen, die gegen ihren Sultan, also Herrscher, sich auflehnen, etwas erreichen, ohne dass daraus gewaltiges Unheil entsteht. Und dann hat er einige Beispiele erwähnt, wie diejenigen, die gegen Yazid einen Aufstand gemacht haben. Dazu gehörte zum Beispiel eben die Iraker und so weiter. Und Ibn al-Ash'ath gegen Abd al-Malik und so weiter. Ibn al-Muhallab. Es sind einige Beispiele, die er erwähnt hat. Auf jeden Fall sagt er, und das ist schief gegangen. Also das Unheil danach war gewaltiger. Dann sagt er über al-Hussein radiyallahu anhu wa ardah. Also er zitierte auch die Sahaba, dass al-Husayn radiallahu anhu viele Sahaba ihm abgeraten haben, wie Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith und so weiter, bis sogar einige gesagt haben, ich überlasse dich in der Obhut Allahs, du Ermordeter, das hatten wir ja vorhin erwähnt. Auf jeden Fall, dann sagte er, und das Hinausziehen hatte keinen gewaltigen Nutzen, weder religiös noch weltlich, sondern es
führte dazu, dass diese Tyrannen, ja, wie Ubaydullah und so weiter, den Enkelsohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam getötet haben. Was er erreichen wollte an Gutem und was er an Schlechtem beseitigen wollte, hat er nicht erreicht, sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah. Seine Absicht war gut, ja, radiallahu an. Deswegen sagen wir ja, er ist ein Shahid. Ja, er wurde ungerecht getötet, er hatte nichts getan. Und wer sich verteidigt, ist ein Shahid. Ja. Wer um sein Leben kämpft, ja, der ist ein Shahid, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Deswegen sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dass die Muslime eben sagen, man soll nicht gegen die Staatsoberhäupter kämpfen, die muslimischen, ja, es geht um die Muslime, ja, die Ungerechten, weil der Nachteil viel größer ist als der Vorteil und der Nutzen fast nie erreicht wird. Und deswegen, das ist wichtig, dass wir wissen, dass dieses Geschehen ist oder dieses Ereignis kein Beleg dafür ist, für diejenigen, die sagen, ja gut, wir stürzen jetzt einen Herrscher, weil er ungerecht ist, weil er viel Frevel macht, Fisk, Fujur, viel Sünden. Ja, und dann wird es noch schlimmer sein. Ja, das ist eine Lehre, eine schwierige Lehre, die Gelehrten gemacht haben, oder also ein Urteil, das gefällt wurde, aufgrund der historischen Ereignisse. Ja, ja, soll das heißen, wir müssen mit Unrecht leben? Tja, so ist die Dunya. Der Schwache, der kann nichts anderes machen. Und der Rasul a.s., als er in Mekka war, konnte er auch nicht die Sahaba retten, die ermordet wurden oder gequält wurden. Wenn du schwach bist, wenn du nicht in der Lage bist, dann gebührt im Islam, dass du Geduld hast. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Yasir und seiner Familie, Sumayya radiallahu anha, die erste Märtyrerin, und Yasir, ihr Ehemann, und Ammar, ihr Sohn, er sagte, Sabran ala Yasir, habt Geduld, o Familie Yasirs. Habt Geduld, ihr werdet befreit? Nee, habt Geduld, euer Treffen wird im Paradies sein. Das heißt, auch wenn ihr jetzt getötet werdet, gefoltert werdet, ich kann euch jetzt nicht helfen, aber das wird nicht ohne einen Lohn sein. Ihr werdet dafür belohnt im Paradies. Also das heißt, Al-Rasul a.s. zu der damaligen Zeit konnte er einige Sahaba nicht retten. Warum lässt Allah das zu? Ja, damit wir daraus lernen, weil es immer Situationen gibt, wo Muslime unterdrückt werden, ja, ob in den muslimischen Ländern oder nicht muslimischen Ländern. Und deswegen müssen wir eben auch geduldig sein, wenn wir nicht in der Lage sind, dieses Unrecht von uns abzuwenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jeglichem Unrecht bewahren und vor jeglichen Versuchungen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Muslimen, die unterdrückt werden, beistehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie standhaft sein lassen. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.